Seien Sie sich bewusst, dass das Wort ein Schwert ist. Ein ganz herzliches Willkommen zu diesem BVMW Forum Führung heute. Ich freue mich sehr, dass ich so viele echte Unternehmerinnen und Unternehmer sehe. Warum echte? Weil sie gerade nicht in ihrem Unternehmen arbeiten, sondern an ihrem Unternehmen arbeiten. Und das ist der Unterschied zwischen Führung und Management. Management ist Handwerk, Führung ist Kunst. Das ist wie ein Dirigent. Warum gibt es große Dirigenten und warum gibt es normale Dirigenten? Und wenn Sie die Ängste Ihrer Mitarbeiter sauber ansprechen können, wenn Sie auch dieses Scheitern-Thema sauber adressieren, dann kommunizieren Sie. Dann reden Sie nicht mit den Leuten, dann kommunizieren Sie. Dann kommt nämlich dieser Trotzdem-Faktor hoch. Ich kann das trotzdem. Und wenn Sie Unternehmer sind, haben Sie immer wieder Situationen, dass Sie trotzdem was leisten müssen. Ich fand den Herrn Kohl absolut klasse. Er hat aus dem Leben gesprochen, er hat seine Lebenserfahrung mit an die Hand gegeben. Also ich bin total begeistert und freue mich, dass ich hier gewesen bin. Es war toll. Es war besser, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe wirklich einen Redner kennengelernt von einer super Seite, nämlich, dass er seine authentische Persönlichkeit so kommuniziert, genau das, was er sagt, das tut er auch. Hatte jetzt keine großen Erwartungen, weil ich wusste, dass er gut reden kann. Aber wie er es vorgetragen hat, war sehr gut, souverän, ruhig, hat die Leute mit einbezogen, was man häufig von Vortragenden nicht erfährt. Es ist ja das Beste, wenn man nicht einen Vortrag hält, sondern wenn man in Publikumsdialog kommt. So ist es heute Abend gewesen. Und ich kann nur sagen, mir hat es riesen Spaß gemacht. Die Themen hier beim BVMW sind einfach hochinteressant und unterstützen genau die Unternehmen aus dem Mittelstand. Und das muss ich sagen, ist genau das, was mich ja auch treibt. Und deswegen bin ich hier absolut gerne mit dabei. Na, weil die Stimmung gut ist, weil die Kontakte gut sind. Es geht ums Netzwerken und andere Leute kennenzulernen und daraus halt Mehrwert zu gewinnen. Heute bei der BVMW-Veranstaltung mit Walter Kohl war es ein sehr lebendiges Publikum. Es war ein Publikum, das mir als Moderator verboten hat, die Pause zu verlängern, obwohl der Redner im ersten Teil völlig überzogen hatte. Aber das spricht für die Qualität des Redners.